Kinder müssen Kinder unterrichten. Das ist die Idee des Zirkus. Ich habe mir vorgenommen, weiter mit dem Zirkus zu arbeiten. Das ist meine Idee und ich möchte berühmt werden. Ich mache Zirkus, weil ich einfach Spaß daran habe. Zirkuskinder sind wie meine Brüder und Schwestern. Das ist es. München. Ein weiterer Traum geht in Erfüllung. Zirkus Ethiopia wollte in den Schulferien seine Show in Europa zeigen. Es ist... und sogar ganz ohne Unterstützung von Hilfsorganisationen. Die Show ist explosiv. Sie berührt das Publikum. Nur schwer können sich die Zuschauer der magischen Power der Kids entziehen. In Äthiopien nicht und nicht in Europa. Die Premierenpresse spricht vom Zirkus des dritten Jahrtausends, vom Publikum in Begeisterungstrance. Die Kids zeigen mit Hilfe der Artistik, was sie bewegt. Zwischen den traditionellen Tänzen ist sogar Platz für Michael Jackson. Aber nicht lange. Das Kulturmagazin Spiegel Extra brachte es auf den Punkt. Vielleicht sind die Artisten im chinesischen Nationalzirkus waghalsiger und beim Cirque du Soleil poetischer. Aber nirgendwo sind sie so mitreißend, charmant und stolz wie im Zirkus Ethiopia. Europa-Premiere. Nach der Show schreien sie alle Emotionen heraus. Da stören nicht einmal die vielen Kamerateams. Ich habe mich toll gefühlt. Wir hatten ein gutes Publikum. Ich habe das nicht erwartet, weil ich dachte, sie verstehen unsere Sprache nicht. Nach der Show war das Publikum glücklich. Darauf bin ich sehr stolz. Nach der Show habe ich mich gut gefühlt. Aber auch ein bisschen schlecht. Möchtest du wissen, warum? Weil unsere Theaterszenen, die Straßenszenen von Europäern, aber auch sehr schmerzhaft. Ob sie nicht Angst hat, dass die Gruppe im ganzen Rummel hier auseinanderbrechen könnte? Ich glaube nicht. Weißt du, alle Kinder denken an den Zirkus. Wir werden es zusammen schaffen.
Zusammen für immer. Der Weltspiegel. Der Weltspiegel. Wie oft ist euch das eigentlich schon passiert, dass gerade wenn das Leben am meisten Spaß macht, wenn ihr richtig laut tobt und spielt, irgendein Erwachsener ankommt und brüllt, macht gefälligst nicht so einen Zirkus. Zirkus hat in unserer Sprache fast immer einen etwas negativen Beigeschmack, dabei leisten Zirkusleute harte und schwere Arbeit. Und für Kinder, die in Armut und Elend aufwachsen, kann der Zirkus Rettung sein, Einstieg in ein richtiges Leben. Markus Papst nimmt uns mit in den Zirkus Äthiopien. Everything is possible. Alles ist möglich. Los geht's. Kinder unterrichten, das ist die Idee von Zirkus. Wenn ich Zirkus mache, bin ich den ganzen Tag glücklich. Hier verbringe ich meine Zeit. Seit 2,5 Monaten durch Europa tourt mit großem Erfolg. Vor 5 Jahren startete das Zirkusprojekt bei einem Gemeindefest in Äthiopien. Mittlerweile gibt es in 5 verschiedenen Städten des Landes Gruppen mit 600 Kindern. Am Montag geht es für 35 von ihnen wieder zurück nach Haus. Die letzte Vorstellung morgen ist ausverkauft. Kine, 17 Jahre alt, ist schon 3 Jahre beim Zirkus Äthiopia und stolz drauf. Jetzt, nach den Erfolgen in Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich und Skandinavien, in Jugendherbergen und auf Zeltplätzen, nicht mehr ganz so aufregend. Kine hat zwar seinen Bruder, der auch im Zirkus ist, dabei, aber auch zu Hause freut sich. Dann sehe ich meine Familie. Ich vermisse sie sehr und will sie bald sehen.